Hallo Leute, bei meinem Mini Cooper S sind die vorderen Bremsen fertig. Deswegen möchte ich heute euch einfach mal über meine Schulter schauen lassen. Falls es irgendjemand interessiert, wie ich die Bremse mache, das soll kein Schulungsvideo sein. Ich möchte einfach nur, dass, falls es jemand interessiert und der Ahnung von diesem ganzen Geschäft hat, so wie es mir geht, ich möchte einfach schauen, ob es da irgendwelche Besonderheiten gibt, oder ich wollte einfach schauen, ob es da irgendwelche Besonderheiten gibt, die ich beachten muss. Und ja, dann bei meinem eigenen Einbau drauf achte. Also, wie gesagt, schaut mir über die Schulter. Viel Spaß dabei. Ja, ich kam drauf, das Video zu machen, da ich von dem Cooper S überhaupt gar kein Video gesehen hatte, an das ich mich halten konnte. Deswegen dachte ich mir, okay, mach einfach da eigenes Video. Ja. Der ausschlaggebende Punkt war der, das ist ein Mini Cooper S, erste Lassung 1116, und der hat ja so einen tollen Bordcomputer, der dir dann irgendwann sagt, wann deine Bremsen zu richten sind. Ich persönlich halte davon wenig. Ich schaue mir eigentlich immer, wenn ich meine Winterreifen auf Sommerreifen wechsle und umgekehrt, wie es überhaupt unter meinem Auto aussieht. Und da war mir schon klar, dass irgendwann diese Bremsen kommen werden. Der Witz war dann, ich war ein paar Tage vorher beim TÜV, bin da mit Sommerreifen hingefahren, weil ich noch die Standscheiben zum Eintragen hatte auf die Sommerreifen. Und als ich dann heimfuhr, so einen Kilometer vor der eigenen Garage, kam dann die Meldung, bitte Bremssystem prüfen in Knallrot. Also erschrecke, erschrecke und geh zu deinem Händler, lass es machen. 2 Millionen. Es gibt natürlich bei neueren Fahrzeugen immer wieder irgendwelche Bordcomputer-Aktionen. Aber eine Bremse zum Beispiel ist immer noch oldschool-mäßig. Ich habe vor 30 Jahren das mal gelernt. Und es hat sich im Prinzip nichts großartig drin verändert. Mal schauen, immer wieder gucken, was es Neues gibt, ob es da irgendwas gibt. Aber im Prinzip, wie gesagt, eine Bremse, ob ich die vor 30 Jahren machte oder ob ich die jetzt mache, da ändert sich eigentlich nichts drin. Ich hatte dann natürlich wollte dann natürlich sofort auf Winterreifen umsteigen, hab das dann auch gemacht, habe die Winterreifen montiert und währenddessen dann auch die Bremse angeschaut. Natürlich, die Bremsbeläge vorne sind unten. Das Auto hat jetzt 44.000 Kilometer, sind die ersten Belege. Und die Scheibe, das war meine größte Sorge, sind die Scheiben fällig oder nicht? Früher war es mal so, du konntest eigentlich drauf gehen, 2 Sets Bremsbeläge, 1 Scheibe. Und Gott sei Dank ist es heute immer noch so. Die Scheibe hat neu eine Stärke von 22 mm, hat ein Mindestmaß, wo sie dann raus muss, von 20,4 mm. Und diese Scheibe hier bei mir, habe ich gemessen, hat beidseitig ca. 21 mm, heißt also, ein Belagsatz geht noch. So, jetzt zu meiner Scheibe. Also auf der linken Seite haben wir ja den Fühler, der auch angekratzt war, deswegen kam ja die Meldung. Also nicht nur durch die Berechnung vom Bordcomputer selber, sondern du hast ja du hast im Prinzip 2 Sicherheitsfaktoren. Du hast einmal die Berechnung vom Bordcomputer, der angeblich aufgrund deiner Fahrweise den Verschleiß der Bremse errechnet. Und du hast zur Sicherheit immer noch einen Bremsenfühler, der dann im Prinzip mechanisch, wenn der angekratzt wird, da wird der Kabel unterbrochen und dann wird im Prinzip dem Auto mitgeteilt, hoppala, deine Bremsbeläge sind unter Maß, also sprich der Fühler gibt Kontakt, wenn ich das so sagen kann, und signalisiert deinem Bordcomputer, mit deiner Bremse vorne stimmt was nicht. Also die Bremsbeläge sind unter Mindestmaß. Faktisch auch das, du hast immer noch eine Reststärke. Also das heißt nicht, dass jetzt kommt die Meldung
und in 5 Kilometer bremst Eisen auf Eisen. Also das ist immer noch nicht so. Also ich habe jetzt geschaut, wo ich sie rausgemacht habe, ich glaube so circa 3 mm Bremsbelag war noch da. Also das reicht schon noch, du musst da nicht panikartig jetzt in irgendwas, in irgendeine, ja, panisch jetzt das Auto stehen lassen. Oder es geht also immer noch. Ich würde jetzt so nicht, natürlich nicht mehr in Urlaub fahren. Wenn die Meldung kommt, ist schon soweit, dann sollte es schon loslegen. Wie gesagt, das war ja hier kein Problem. Okay, mal zu den Maßen. Du hast zwei Bremsschrauben, also bei dieser Bremse zwei Bremsschrauben am Sattel. Das sind beides mal 13er Schlüsselweiten. Ich hatte eigentlich gedacht, die innere Kontermutter hätte eine Schlüsselweite von 15, war dann wohl nicht so, müsste wohl 17 sein, egal. Mit einem ganz einfachen Ringschlüssel 13, dann kriegst du die Schrauben auf, und ich habe es dann halt mit einer Wasserpumpenzange gegengehalten, dann kriegst du die auch auf. Dann schaust, dass du die zwei Schrauben rausdrehst, und schau auf jeden Fall deinen Fühler an, wie der läuft. Bei mir ist so, der Fühler geht aus dem Bremsbelag raus, hat dann verschiedene Haltepunkte, wo er eingesteckt wird, geht dann oben hinter die Radlauferkleidung. Die muss man lösen, das ist einmal das dürfte eine 8er Mutter sein oder eine 8er Schraube, und dann Spreizschraube oder wie auch immer. Das ist so ein Plastikkäppchen, das zieht man raus, und dann kann man die ganze Schraube inklusive Halterung entfernen. Und dann kommst du ran. Und hinter dieser Verkleidung sitzt dann im Prinzip der Stecker vom Fühler, also die Verbindung vom Auto zum neuen Fühler. Aber immer vorsichtig sein. Ja, dann ganz wichtig, wenn ihr die Beläge raus habt und die neuen Beläge, die habt ihr irgendwo besorgt. Und bei mir sind es Brembos. Ich mache eigentlich grundsätzlich Brembos, nein, ich stehe auf das Zeug. Dann schaut euch auf jeden Fall die Beläge an. Also nehmt einen alten Belag, legt den auf den neuen, schaut, ob die ganzen Maße passen. Und ja, wenn das so ist, alles spitze. Wenn nicht, könnt ihr die ganze Scheiße gleich wieder zumachen, weil dann könnt ihr euch was Neues holen. Folgendes noch jetzt, das, was ich jetzt hier mache. Ich putze dann immer die Auflagefläche vom Belag auf dem Sattel oder auf dem Bremsenträger, wie man es auch immer nennt. Nagelt mich nicht fest, wie diese Sachen. Ich habe schon immer Probleme gehabt mit den Originalbezeichnungen von irgendwas. Also auf jeden Fall, ihr putzt oder ihr entfernt den groben Dreck von diesen, von den Gleitstücken oder wie man es auch immer nennen will. Also da, wo der Belag im Prinzip am Sattel anliegt. Das entfernt ihr, dass da grober Schmutz weg ist. Ihr müsst euch da nicht übertreiben. Macht einfach entweder mit dem Schraubenzieher oder mit, also ich mache es normalerweise immer so, ich nehme einen Schraubenzieher, in Breiten putze mir dann die Auflageflächen sauber, mache das gleiche, oder gehe dann nochmal mit einer Drahtbürste drüber und entferne den ganzen groben Dreck. Ihr müsst da nicht essen davon. Also es reicht, wenn wirklich der grobe Dreck weg ist. Und dann geht ihr her und nehmt eure Keramikpaste. Das ist zum Beispiel auch eine Neuerung, was es früher. Früher war es immer Kupferpaste, heutzutage ist Keramikpaste. Hat wohl was mit dem ABS zu tun. Also Bremsenpaste halt, und tut dann im Prinzip die ganzen Auflageflächen leicht einschmieren damit, sodass da nachher, wo die Sachen aufeinandertreffen, dass da nichts anpackt. Was ich jetzt mache, ist, mit einem Bremserücksteller den Bremskolben zurückdrehen, kann man auch mit einer großen Wasserpumpenzange machen. Ich habe so einen Bremsenrücksteller, da ich im Prinzip für die Hinterachse letztes Jahr den gebraucht habe. Beim Mini Cooper S ist es so, wenn du die Hinterachse machst, du kannst nicht einfach den Bremsbelag zurückdrücken, sondern du musst den zurückdrehen. Dafür brauchst du einen Bremsenrücksteller. Wenn du sowas hast, einwandfrei, mit sowas arbeitet man. Wie gesagt, wenn ihr das nicht habt, es geht auch mit einer größeren Wasserpumpenzange. Achtet aber immer drauf, dass wenn ihr den Kolben zurückdrückt, oder auch wenn ihr nachher den Sattel putzt, dass die Membrane, die den Kolben umschließt, keinen Schaden nimmt. Das wäre schlecht, weil dann kann Wasser rein und dann fängt das Ding an mit Rosten.
Und dann ist bald euer Sattel fest. Also wie gesagt, immer alles schön vorsichtig arbeiten und mit Bedacht. Ja, jetzt schmiere ich wie gesagt die Bremsbeläge ein mit dieser Bremsenpaste, gerade an den Auflageflächen, wie ich ja gerade gesagt habe. Und dann werden die Bremsbeläge reingemacht. Ihr schaut drauf, eigentlich ist das selbsterklärend, wenn ihr das Zeug in der Hand habt, dass ihr es leicht schräg einbaut, sodass diese Feder bzw. diese Blechfeder, dass die im Prinzip den Sattel, den Bremsbelag schön in euren Bremsenträger hält und dass da auch nichts verspannt. Also da schaut er auf jeden Fall, dass er es sauber schafft. Und ja, dann ist das alles kein Problem. Wenn es jetzt ans Verlegen geht, wieder vom Bremsenfühler. Ihr müsst den Bremsenfühler in den Belag reinstecken, bis es klickt. Also ihr seht es, ich mache das jetzt gerade hier. Der Bremsenfühler geht im Prinzip nur in eine Position rein. Ihr schaut, dass der richtig rum drin sitzt. Und ja, dass das auf jeden Fall sitzt und nicht rausfällt. Was ich jetzt gerade noch gemacht habe, ich habe meine dreckige Handschuhe leider ein bisschen Bremsenpaste auf den Belag selber gemacht. Einmal mit der Drahtbürste drüber ist weg. So, wenn ihr das habt, dann schaut, dass der Bremsenfühler, also wenn der Sattel, wenn die zwei Beläge sitzen, dann schiebt den Kontakt durch den Bremssattel selber durch. Ich mache es dann so, dass ich im Prinzip die Schrauben schon anlege und eigentlich im Prinzip alles schon fertig mache. Der Fühler hängt dann noch eine Weile runter. Ich nehme immer, wenn es dabei ist, die neuen Schrauben. Was ich auch mache zum Beispiel, ihr seht es hier, ich nehme immer Schraubensicherung mittelfest. Manche sagen, man muss es nicht, ich mache es schon immer und ich habe nie Probleme damit gehabt. Die mittelfeste, da habe ich eine Sicherheit, es hebt und man kriegt sie nachher auch wieder gut auf. Die kommt rein, wie gesagt, manche machen es, manche machen es nicht. Ich nehme vor allem aber immer neue Schrauben, wenn die dabei sind. Sollte es mal so sein, dass keine dabei sind, es gehen auch die alten Schrauben, aber dann definitiv nicht ohne Schraubensicherung, also ohne die flüssige Schraubensicherung. Ja, und übertreibt es nicht mit der Schraubensicherung. Also ein Tropfen reicht am unteren Anfang vom Gewinde, da macht ihr die drauf und dann zieht sich die schön rein, wenn ihr sie reindreht. Ja. Was zu Anzugsmomenten und so weiter, da müsst ihr nachlesen, das weiß ich nicht. Ich mache die Sattelschrauben eigentlich immer so fest, gefühlsmäßig, also denkt immer dran, nach fest kommt ab, ihr zieht sie schön fest an und dann hebt es. Ich denke, die werden auch nicht mehr als 15, 20 Newtonmeter bekommen. Ja, ich sag ja, ich mache das immer gefühlsmäßig. Wenn ihr euch ganz sicher sein wollt, schaut ins Buch oder schaut im Internet, da wird es bestimmt irgendwo stehen und macht es mit dem Drehmomentschlüssel, dann seid ihr ganz auf der sicheren Seite. So, jetzt geht es ans Verlegen vom Fühler. Da schaut ihr auch, dass ihr den ohne Spannung und so weiter verlegt. Also ich fange von unten an, ich lege den hinten ich baue den mit diesem Entlüfternippel, da ist so eine Gummilösche drüber, die mache ich schon auf, da kommt der
Da verlege ich ihn rein und dann hat er noch zwei Punkte, wo er eingesteckt wird. Das seht ihr. Da führt er sie ein und dann geht er hoch und verbaut das Ding hinter der Verkleidung. Macht die Verkleidungsschrauben wieder zu. Dann ist das schon mal erledigt. Ich mache es dann auch immer so, weil durch diese Arbeiterei hast du, dann bringst du immer wieder Dreck an die Bremsscheibe, bis die Bremsenreiniger das drüber einmal abwischen und der Fall ist erledigt. Dann das Rad wieder drauf. Bei mir ist es immer ein bisschen schwierig, da die Stellscheiben gerne mal verrutschen. Ich habe da so ein, ihr könnt da mit dem Schraubenzieher, ihr seht es nach auf der anderen Seite mit dem Schraubenzieher, ihr könnt es grob anlegen, dann schaut ihr durchs Loch mit dem Schraubenzieher ein bisschen ausrichten und dann passt es. Ich nehme dann auch zum Anziehen eigentlich immer meinen Schlagschrauber, vorsichtig anlegen, schauen, dass die Schraube fein reingeht, also ohne, dass sie irgendwie verkantet oder so. Ihr könnt sie auch von Hand erstmal andrehen und dann drehe ich sie mit dem Schlagschrauber kurz fest. Ich habe natürlich keinen so einen Druckluftschlagschrauber, der richtig Dampf hat. Meiner reicht mir aber für meine Aktion. Ich habe so einen Akkuschlagschrauber. Im Prinzip reicht der vollkommen. Ihr baut auf jeden Fall das Rad an. Und dann zieht er sie, das mache ich auf jeden Fall mit dem Drehmomentschlüssel wieder fest. Immer anfangen über Kreuz und dann einmal rund. Dann wisst ihr, dass ihr alle 5 Schrauben oder 4, je nachdem was euer Auto hat, angezogen habt. Das Drehmoment von der Räder beim Mini Cooper S sind 130 Newtonmeter mit dem Das Öffnen packt mein Schlagschrauber eigentlich immer ganz gut, aber eine Schraube ist natürlich immer dabei. Dann könnt ihr die kurz anlösen und den Rest mit dem Schlagschrauber ausmachen. Fertig. Rad weg. Und dann kommt eine ganz wichtige Sache. Man soll ja während dem Arbeiten auch mal eine Pause machen. Deswegen, kleine Pause. So, weiter geht's im Takt. Die andere Seite natürlich ganz absolut gleich wie die linke Seite. Auf der rechten haben wir halt den Vorteil, dass wir keinen Fühler haben. Sparen wir uns ein bisschen Arbeit. Aber jetzt halte ich mal die Klappe. Im Prinzip ist das alles das gleiche wie auf der anderen Seite. Ihr löst die hinteren Schrauben und ihr löst die Sattelschrauben. 13er Schlüssel. Ich halte dagegen mit einer Wasserpumpezange. Richtig wäre natürlich mit einem Ringschlüssel dagegen halten. Ich denke, es wird ein 17er sein. Ich dachte, es wäre ein 15er. Deswegen habe ich nur den 15er eingepackt. Ich war einfach zu faul, nochmal runter in die Werkstatt zu gehen und den Rest zu holen.
Ja, hier seht ihr auch wieder, ich habe die Auflageflächen erst mit dem Schraubenzieher, dann mit der Drahtbürste sauber gemacht, habe dann mit der Keramikpaste die Auflagen eingeschmiert und jetzt auch bei den Bremsbeläge das gleiche, auch da wieder schräg ein, also schräg anlegen, dann geht die Blechfeder etwas zurück, ihr kriegt sie leichter rein. Hier auch wieder mit dem Rücksteller drehe ich auch wieder den Bremskolben zurück, auch das gleiche wieder, achtet auf eure Manschette, achtet drauf, wie es zurückläuft, also bei mir ist das butterweich reingegangen, wirklich spitze. Und ganz wichtig, habe ich vorher vergessen, ihr schaut natürlich auch, dass eure Bremsflüssigkeit, deswegen habe ich vorher den Bremsflüssigkeitsbehälter freigelegt, eure Bremsflüssigkeit nicht drüber hinausgeht. Sollte das passieren, nehmt Wasser. Das Zeug ist verflucht aggressiv, was Lackteile und so weiter angeht. Nehmt Wasser, spült es runter, alles gut. Natürlich, bevor ihr das Wasser drüber schüttet, solltet ihr natürlich auch den Deckel zumachen, sonst habt ihr gleich ein Problem. Jetzt auch wieder grob reinigen, nichts Wildes, einfach nur, dass der grobe Dreck weg ist, dass ich nichts verklemmen kann, nichts verkanten kann. Dann setzt das Teil an. Wenn ihr den schön offen habt, habt ihr null Probleme damit. Der geht drüber wie Butter. Dann auch wieder das gleiche, neue Schrauben nehmen, Schraubensicherung eintropfen. Die Welt ist in Ordnung, alles spitze. So, jetzt geht es wieder ans Räder montieren. Ihr seht, ja, das, was ich vorher schon gesagt habe, meine Standscheiben, die ich habe, die haben keine Fixierung. Das heißt, die liegen oder nur zwischen dem Rad und der Bremsscheibe. Jetzt gehe ich her, wenn ich die, wenn ich das Rad ansetze, nehme ich einen Schraubenzieher, bringe die Standscheibe und die Felge in die Flucht zum Loch. Und ziehe es dann an. Ich ziehe das eigentlich immer mit meinem Schlagschrauber an. Der hat nicht so viel Power wie einer, der jetzt Druckluft hat. Hätte ich keine Möglichkeit, hätte ich keinen Schlagschrauber, den ich dementsprechend regulieren könnte, also der immer von Anfang an Power hätte ohne Ende, würde ich es von Hand machen. Ich knall die Schrauben nie so an, dass ich sie, wenn ich mal eine Panne hätte oder so, nicht mehr aufkriege. Also ich mache das immer schön gefühlvoll, ihr seht es ja, und immer über Kreuz, damit sich da nichts verspannt. Dann gehe ich her, ihr seht es hier, ich mache die Schrauben mit dem Schlagschrauber leicht fest, gehe dann her, nehme den Drehmomentschlüssel, 130 Newtonmeter, und ziehe dann
über Kreuz und im Kreis einmal an. So, jetzt geht's ans Bremse aufpumpen durch das Rückstellen, das Rückdrücken von dem Kolben habt ihr natürlich Spiel. Ihr pumpt auf, also ihr pumpt die Bremse leicht auf, sodass die ein bisschen hart ist, sodass die Bremsbeläge an der Scheibe anliegen. Dann geht es dran, den Service zurückzustellen. Schaut es euch an, ihr schaltet die Zündung ein, dann kommt das System, sagt zu euch, mit dem Bremssystem stimmt was nicht. Ihr könnt dann auf den Rücksteller drücken. Ihr werdet es gleich sehen. Den haltet ihr fest. Augenblick, das geht gleich los. So, den haltet ihr fest. Dann seht ihr, wie die Tageskilometer erst auf 0 gehen und gleich wieder zurückkommen. Jetzt seid ihr im System. Dann haltet ihr das. Dann kommen die verschiedenen Sachen, die man zurückstellen könnt. Da schaltet ihr euch auf den Bremsbelag. Da bin ich jetzt mit 40 Kilometer drüber. Den haltet ihr, dann läuft der Reset und das Thema ist erledigt. Das war alles. Schaut nachher auf jeden Fall noch nach eurer Bremsflüssigkeit, dass die richtig sitzt, dass die Bremsflüssigkeit auf jeden Fall zwischen Minimum und Maximum ist. Und dann könnt ihr den ganzen Battle wieder zumachen. Danke fürs Zuschauen.